Und damit begrüße ich euch hier wieder ganz herzlich zurück zu Harvest Moon, The Winds of Anthos. So, wir haben im letzten Part Titan gesammelt, haben einen besseren Sprinkler gebaut. Und jetzt möchte ich ja eigentlich gucken, was ich jetzt brauchte nochmal, um hier die Sachen herzustellen. Habe ich dafür jetzt alles oder muss ich noch irgendwelche Sachen kaufen? Weil wenn ich das richtig gesehen hatte, konnten wir hier Sachen aufwerten. Ich bin mir aber auch da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Platinum. Ich sag ja, ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen das verflixte Platinum. Wir brauchen keinen Titan. Toplay, wie kommst du auf Titan? Ach, weil ich einfach, ne? Okay, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal in Simagrad. Wenn wir da schon eh hin müssen. Nee, doch. Doch, wir müssen ja nach Simagrad, ne? Ah, nee, nach Herbstburg. Oder? Herbstburg, genau. Ich glaube, hier bin ich richtig. So. Das waren seine Anfrage nochmal. 10 Äpfel. Warum habe ich keine 10 Äpfel? Ach ja, genau. Weil ich die aktuell nicht brauche, um das aufzuwerten. Ich muss hier einfach nur Geduld haben. Gucken wir hier nochmal, war jetzt hier was? Eigentlich glaube ich nicht. Ich glaube, hier hatte ich schon alles aufgewertet. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Genau, hier habe ich alles. Hier war es mit dem Holz, genau. Okay, also, wo bekam ich jetzt Platinum? War Herbstburg, ne? Ne, sieh mal gerade. Das heißt also schlussendlich hier. Und ich habe nicht genügend Essen mit. Ja, ja, ist kalt. Ist schweinekalt. Ärgert mich natürlich jetzt so ein bisschen innerlich. So, der Innere sagt mir jetzt gerade, ey, pass mal auf, da hast du aber richtig Bockmist gebaut. So, jetzt muss ich genau wieder aufpassen. Das war klar. Nämlich hier sehr gefährlich. Ah. Ja, dann nehme ich immer gerne mit. Das war Platinerz. Gleich so schnell Platinerz finde. Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein. Jade, immer her damit. Ich weiß ja jetzt, dass ich es nicht verkaufen darf. Gut, die Erkenntnis kommt spät. Das mag sein, ja. Nicht, dass ich da einen Weg finde. Also gehen wir hier runter. Das heißt Platin hat sich auch. Okay, das ist auch mal selten. Dass ich genau so starte, dass ich da. Was? Da war nichts drin? Okay. Na gut, dann war da halt nichts drin. Diamant. Ah, das ist Silbererz, aber ich möchte mich gerne ein bisschen anders hinstellen. Genau deswegen.
Ja, Jade, wie gesagt, ist nicht schlecht. Oh, ich hasse es. Okay. Ach, Bronze. Ah, Gold. Gold können wir erstmal mitnehmen. Gold ist ja anscheinend nichts wert. Nehmen wir nochmal Jade. Da wissen wir jetzt, das brauchen wir. Nein, einen Schritt weiter. Oh, Kristall. Glas. Ah, Mann. Hey, muss jetzt hier jeder Schlag immer ausgewichen werden, oder was? Ah, stelle ich richtig hin. Danke. So. Oh, Diamant. Ich meine, Diamant, rein theoretisch ist er ja viel wert, ne? Aber... was ist, wenn ich gar keinen Diamant haben möchte? Aquamarin. Okay. Ich glaube, das steht irgendwie gar nicht zur Debatte, wenn ich das gar nicht haben möchte, oder? Kann das sein? Muss einfach akzeptieren. Einfach akzeptieren. Hey, du hast Gold bekommen. Okay. Hey, du hast... Kristall. Diamant. Okay. Ja, Diamant. Ich möchte eigentlich mal wissen, wie viele Diamanten habe ich denn jetzt schon? Vier. Und ein Platin. Erkennt den Fehler. Yay, Platin. Und das hier ist Gold. Als ob ich es geahnt hätte. Als ob ich es geahnt hätte. Das Spiel ist so berechenbar. Gold ist so viel wert. Nein, ist es nicht. Gold ist ein Pups wert. Würde ich ja jetzt noch machen, aber ich habe hier noch andere im Raum, deswegen wäre das nicht ganz fair. Sowas macht man auch nicht. So, ach Mann. Silbererz. Ich will kein Silber, ich will kein... Ah, ich will Platin. Ich meine, rein theoretisch habe ich das Platin jetzt zusammen, ne? Wenn ich das richtig sehe, oder? Ich habe da 3 Platin und ich habe 2. Ja, komm. Dann versuchen wir jetzt nur noch nach unten zu kommen. B45. Energietechnisch sieht es ja in Ordnung aus. Wieder Silbererz. Danke. Ja, ich weiß, ich kann einfach rüberlaufen und hoffen, dass ich irgendwann runterfalle. Aber man darf ja zwischendurch nochmal hoffen, dass da irgendwas anderes dazwischen ist, oder? 46. Ich bin ernsthaft jetzt nur eine Etage runter. Geht doch. 48. Nein. Jetzt sprichst du meine Sprache. So, wir gucken hier mal ganz kurz. Was ist das? Silber. Natürlich. Halt, Moment, hier ist was Rotes. Rubin. Na gut. Wieso falle ich hier nirgendwo runter? Ah, nein, 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 nein. Ich will runter. Na, geh doch. Ja. 51.
Wunderbar, jetzt muss ich nur noch hochkommen. Weil anders komme ich sonst nicht raus. Hoch komme ich. Indem ich jetzt erstmal wieder hier ganz vorsichtig mich durchschlage. Gut, ich gehe runter und gehe dann hoch. Ist genauso in Ordnung. Akzeptiere ich genauso, wie es jetzt ist. So, dann kann ich schnell zum... wo ist er? Da. Im großen Pier kann mir die bessere Angel holen, kann damit besser angeln, kann damit den Angelwettbewerb gewinnen und so weiter und so weiter und so fort. Ich wollte gerade sagen, wo kommt jetzt hier der Schnee bitteschön am Strand her? Das hätten die mir jetzt mal erklären sollen. Wenn er jetzt zu hat, weil ich ein paar Sekunden zu spät bin, weil ich mich einmal verlaufen habe. Danke. Dafür habe ich alles. Okay. Yay, die meiste Angelroute. Juhu! Ich habe schon wieder 17 Jade bekommen. Aber keinen Saphir, Mist. Why not? Kann ich alles verkaufen. Damit ich wieder Geld bekomme. Gibt es da nur eine Münze mehr im Verkauf als das andere, aber ja. Haben ist besser als brauchen. Nee, den Saphir wollte ich doch halten. Den Diamant. Boah. Boah. Ah, schön. Und Rubin. Ah, packen wir auch nochmal dazu. Komm. Hier ist jetzt nicht wirklich was Wertvolles noch dabei. Ah, gut. Ne? Egal, wir haben die Angel. Wir haben die Angel. Und das ist schon mal das, was zählt. Unkraut jäten. Und Stein abbauen. Nein. So, was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt hier mal den Winkler platzieren, der übrigens hier auf diesem Feld so null Sinn macht. Ja, aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, jetzt muss ich ernsthaft noch etwas essen. So. Ja, der macht ja hier auf diesem Feld echt schon mal null Sinn. Das wäre das Feld. Und ihr seht hier, das wäre über. So, mal ganz kurz mal ein bisschen was zum Aussehen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ganz kleines bisschen. Minimal. Jetzt Andrea ein bisschen Futter geben. Haben wir hier von irgendwas viel. 25 Maissamen. Ich brauche aber nur 24. Also ja, man kann damit schon jetzt was entsprechend pflanzen, das ist richtig. Und ich möchte das jetzt auch mal ausprobieren, was ich jetzt vorhabe. Also ich werde es jetzt nicht gießen, ich werde es hier wirklich nur einfach das aussehen und dann war es das. Weil es ist jetzt spät und am Morgen geht ja dann gleich das Ganze los und dann fängt er ja an hier zu
zu arbeiten und da muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. Und dieser Sprinkler ist ja wirklich, ne? Gar keine schlechte Sache so, ne? So. Ernten konnte ich nichts. Perfekt, dann legen wir uns hin und gucken einfach mal, ob beim nächsten Tag... Also, klar, bewässern wird er, aber ich meine, ob am nächsten Tag dann noch Pflanzen verschwunden sind. Ja, weil ansonsten könnte man sich das wirklich überlegen, so, ach, wisst ihr was? Why not? Holen wir uns doch. Ne? Noch einen und noch einen. Und dann kann ich auch alles bepflanzen, muss dann nicht mehr gießen, gar nichts. Ich würde sagen, solange sie Samen sind, ja, das funktioniert genauso, wie ich es mir dachte. Das ist schön. Ach, die Auberginen sind jetzt dann auch weg. Okay. Aber gut, dann können wir jetzt eigentlich alles pflanzen, was ich habe. Und dann brauche ich mich um nichts kümmern. Und mein Inventar wird mal wieder ein bisschen leerer. Also hier auch das, ne? Ich meine, guckt euch das mal an hier, wie voll das ist. So. Ja, genau. Ich nehme jetzt einfach mal alles raus. Bis meine Tasche voll ist. Buttermais kann man auch immer gebrauchen. Aber natürlich werden wir versuchen, so viel wie möglich erstmal die großen Mengen wegzubekommen. Einfach damit wir auch da die Erfahrung sammeln. Weil, was wir jetzt auch gelernt haben, Erfahrung sammeln wir ja durch das Sehen, leider nicht durch das, also Qualitätsdüngen, sag ich jetzt mal. Ja, ist ja halb so schlimm. Ja, aber ich muss jetzt wirklich dann hier fast gar nichts mehr machen, ne? Aber da finde ich halt, machen die anderen... Ja, gut, man hat wirklich ein bisschen Platzverlust hat man ja, was das angeht, ne? Bisschen zurück. Ah, nur minimal. Gut, und jetzt kann ich hier einfach mal so, zack, hochgehen. Fangen wir mal mit dem Brokkolisamen an. Geh einfach mal hoch. Ohne jetzt irgendwas, keine Ahnung, im Kopf zu haben, so von wegen, ah, ich muss das jetzt so oder so machen. Dann haben wir die Karotten. Einfach so, wie ich Lust und Laune habe. So. Eins. Zwei. Dann nehmen wir den Spargel. Zack. So, was haben wir denn noch? Haben wir irgendwas Einzelnes? Mais. Nehmen wir jetzt den Futtermais. Wie gesagt, ich muss mich um nichts kümmern. Boccolini. Bin da jetzt eigentlich ganz entspannt. Salat. Ah, nee, Kohl. Danke für den schönen Leck. Das sind 5 Stück. Habe ich noch irgendwas mit 5? Ne, aber was mit 2 und 3? Okay, machen wir es halt so.
Und 3. Na? Perfekt, oder? Würde ich mal sagen. Wollen wir noch ganz kurz unser Geld ab. Schauen, was da wieder für Post ist. Dünger. Bronze. Bambussprossen. Kaffeebohnen. Auch nichts Wildes. Gut, ja, dann fütter ich mal die Tiere und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Ja. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.